Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rome 2 Total War. Wir haben zuletzt hier Genua erobert in einer glorreichen Schlacht. Und jetzt sind sie auf der Flucht, hier die Insubra. Zu euren Diensten. Leider kann ich die hiermit schon mal nicht verfolgen. Und damit geht das? Das sieht mir auch so aus, als würde das funktionieren. Und ich denke, das ist eine so klare Sache, das machen wir automatisch. Machen wir mal aggressiv hier. Zack. Nieder mit eurer Armee. Sehr schön. Machen wir doch mal ein paar Sklaven. Rang erhöht. Gnaeus Cornelius Scipio Asina 1. Scipio, okay. So. Der darf dann hier belagern. Das sind 8 Einheiten, das sollte der trotzdem hinbekommen. Ich erwarte eure Befehle. Eure Befehle. Und du darfst hier mal dich regenerieren. Kann ich euch behilflich sein? Schön, ich meine, dann können wir jetzt sogar hier theoretisch auch den Kampf locker gewinnen, hier gegen die 20 Einheiten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wie kann ich euch sollte also kein Problem sein. Wen haben wir hier? Helvetier, oh. Das erinnert ja, das erinnert den Cäsar an einiges hier, die Helvetier. Für alle, die die gallische Geschichte ein bisschen kennen, sind die sehr wichtig gewesen. Was machen wir mit unserer Spionin? Ich will ja eigentlich nicht meine Stadt, die ich jetzt erobern möchte, hier noch verletzen, aber hier könnten wir mal was machen. Wir laufen mal hier hin. So, wir haben jetzt ein bisschen Geld. Können wir hier noch was reparieren? Was ist hier los? Dieses Gebäude steht nicht zur Verfügung. Ah, okay, wir müssen das, ein Dorf, wir müssen das anders machen. Wie sieht's denn hier? Nahrung sieht hier eigentlich ganz gut aus. Felder, ja toll. Ich muss hier einen Hof bauen und kann nicht die Felder nehmen. So was Dummes. Und ich glaube, ansonsten würde ich hier fast mal eine zivile Siedlung einfach auch machen. Ja. Und einen Hafen. Zu euren Diensten. So. Wieso ist denn die öffentliche Ordnung so niedrig? Eieiei. Ja gut, die Eroberung, die 20 ist dann bald weg, aber wir haben halt Militärpräsenz. Ja, na gut. Okay. So. Und das Spiel ruckelt leider ein bisschen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Was machen wir noch? Wir haben noch ein bisschen Geld. Da können wir noch mit jemandem Handel machen, was wir noch nicht gemacht haben. Ich meine, die sind noch weit von uns entfernt. Eine flatternde Zunge, die ohne Weisheit. Die wollen leider nicht. Kann ich das hier direkt eigentlich sehen? Nö. Ich sehe nicht, ob sie das wollen oder nicht. Was ist mit euch? Oh, in Spanien. Ihr seid willkommen. Doch mal. Niedrig heißt eigentlich immer nein, deswegen. Ja gut, die mögen uns eh nicht. Karthago mag uns auch nicht. Ich meine, wir können ja mal fragen. Ich habe eine große Sammlung von Lügnerzungen. Okay. Schade, haben sie abgelehnt. Waren, die aus dem Hinterteil eines Kamels fallen, sind für die Karthager nicht von Interesse. Wir zahlen mal ein bisschen. Karthager haben Geschmack. Euer Tante. Karthager ist haben Geschmack. Nicht erwünscht. Das gibt's doch jetzt nicht hier. Waren, die aus dem Hinterteil eines Kamels fallen, sind für die Karthager nicht von Interesse. Jetzt haben sie es angenommen. Brav. Ich hatte euch nicht. Also ich habe das jetzt nicht gemacht wegen dem Handelsabkommen, sondern dass wir auch noch ein bisschen gute Beziehungen bekommen. Dass die Karthager jetzt nicht direkt irgendwie denken, sie müssen hier einen punischen Krieg beginnen. Und ich weiß, der erste punische Krieg, der war ja hier in Sizilien und da war Rom stark auch mit beteiligt. Aber erstmal möchte ich hier mich in Italien festigen. Genau. So, Diplomatie. Achso, da haben wir uns ja drum gekümmert. Technologie wird noch erforscht. Ja, dann würde ich sagen. Wir müssen noch Charakter. Wir müssen noch einigen Leuten was zuweisen. War das der, unser Diktator? Nee. Das war er hier. Beides. Tradition hier. Ermöglicht den Bau einer mittleren Belagerungsmaschine. Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Das machen wir jetzt mal. Schauen, ob das funktioniert. Was kann der hier machen?
Rekrutierungskosten, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt können wir doch, denke ich, genau, jetzt gehen wir in die nächste Runde. Oh, Errichter eines Imperiums sind wir, sehr schön. Ja, wunderbar, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Ein Nichtangriffspakt von Sparta. Wären unsere Länder wie Triere und Segel. Unzertrennlich, stark, mächtig. Was sagt ihr dazu? Und sie haben defensive Verbündete Makedonien. Ich habe eigentlich nichts dagegen. Die geben uns sogar Geld. Mit Sparta können wir durchaus erstmal einen Nichtangriffspakt haben. Das ist, denke ich mal, absolut eine gute Idee. Vor allem, weil sie ja auch Feinde von Epirus sind, genau wie wir. Eigentlich müssten wir hier echt mal auch Epirus angreifen. Aber bis wir kommen, ist er wahrscheinlich schon erobert, habe ich das Gefühl. Deswegen, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Gelände und Siedlungen, die eurer Nebel des Krieges, den kenne ich aus allen Total War Spielen. So, der müsste jetzt eigentlich doch, oder ich habe was falsch verstanden, der müsste doch jetzt Belagerungswaffen bauen können. Oder die Armee. Ich habe ja diese Tradition gegeben. Ja. Genau, hat sie anscheinend schon. Wir sind relativ überlegen. Guck mal, wir werden trotzdem noch kurz die Belagerung fortsetzen. Militärpräsenz. Aha, ist hier noch eins mehr. Ich würde trotzdem gerne direkt hier weiterlaufen. Ich meine, ich könnte ihn halt dann hier trotzdem im Kampf unterstützen. Wieso geht das nicht? Können wir hier nicht direkt hinlaufen? Da müssen wir außen rum. So was Blödes aber auch. So, das machen wir jetzt hier automatisch. Die haben keine großen Armeen mehr. Das ist überall der gleiche Ausgang. Machen wir doch mal ausgeglichen. So, und jetzt holen wir uns hier. Eigentlich heißt es doch Mediolanum meines Wissens und nicht Medlan. Vielleicht heißt es bei den Barbaren hier Medlan. Aber für uns ist das Mediolanum. Und das Ganze wird besetzt. Und Lucius Julius Libo ist zum Rang erhöht und wir haben die Insubra vernichtet. Sehr schön. Okay. Ja, wir können das alles erhöhen. Was gibt's hier noch? Erfahrungsrang für Infanterierekruten. Was haben wir hier? Die Bewegungsreichweite wollte ich haben. Bewegungsreichweite darf man nicht unterschätzen. So, wir gehen mal exakt hier hin. So, wir haben jetzt hier ein paar kleinere Probleme. Ich erwarte weitere Befehle. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen. Das ist doch jetzt hier eine Region. Hier müssen wir alles ein bisschen wieder ändern. Machen wir hier mal eine Garnisonskolonie? Macht eigentlich Sinn, hier im Norden, dass wir eine Garnisonskolonie haben, denke ich. Was ist das hier bitte? Feinkostladen? Verarmung, ne, das lassen wir mal lieber. Amphitheater. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, wir bauen mal hier ein großes Amphitheater. Pferdestelle müssen wir abreißen. Und als nächstes ist unser Plan, hier gegen die hier vorzugehen. Ich schätze mal, ja, genau, wir können jetzt hier erstmal nichts rekrutieren. Ja, was machen wir? Wollen wir die Siedlung oder die? Ich glaube, bei der Siedlung haben wir mehr Erfolg. Unruhe stiften, nee. Brunnen vergiften. Wir machen mal Brunnen vergiften. Die Spionin soll auch mal ein bisschen was dazulernen noch. Aber süß, wie sie das mit ihrem Messer macht. Und erfolgreich, sehr schön. In der nächsten Runde kann sie vielleicht nochmal was gegen die Armee hier machen. So, können wir ansonsten noch was bauen? Hier. Sehr gut. Technologie wird noch erforscht. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Oh, plus 4000. Läuft, würde ich mal behaupten, bei uns. Unsere Flotte steht noch in Genua. Hier sind die starken Griechen. Die haben sicherlich deutlich bessere Einheiten als hier diese barbarischen Völker. Ich meine, wir müssen uns ja also nach Patavium nicht unbedingt direkt weiter ausbreiten. Höchstens hier. Hier ist eigentlich nicht so schlimm. Oh, ein König. Dalmate.
Hier könnten wir uns trotzdem weiter ausbreiten. Da müssen wir dann notfalls vielleicht Handelsabkommen auflösen. Geh nochmal in die nächste Runde, bitte. Epirus hier. Sparta, unser Nicht-Angriffs-Pakt. Ah, ja, ja, der holt sich hier schon Epirus. Also wir können es vergessen, noch Epirus zu holen. Die werden wahrscheinlich bald ausgelöscht sein. Unser alter Rivale, unser alter Feind. Uns Römer freut das natürlich. Unglaublich, dass dieser Pyrrhus mal versucht hat, Italien anzugreifen und zu besetzen. Das konnte ja nur schief laufen. Ich denke, das sind wir uns alle bewusst. Apollonia. Ja, die Stadt brennt auch richtig. Mit der Leertaste könnt ihr die Bewegung sämtlicher und unser verborgener Agent wurde entdeckt. Technologien, wir werden mal weiter auf der zivilen Seite was machen. Was haben wir hier? Oh ja, Landwirtschaft ist, denke ich, erstmal echt nicht schlecht. Mein Können steht euch zur Verfügung. Attentat? Nee, Attentate sind echt nicht so gut. Geringer Schaden. Ich finde Gefahr. Machen wir mal hier dieses. Wir wollen die Armee ein bisschen schwächen. Bestand jemals Grund zu zweifeln. So. Oh, und ihr Rang wurde erhöht. Sehr gut, dann können wir hier gleich noch was machen. Auszuweichen, kritischen Erfolg bei allen Aktionen. Ich würde gerne das mit dem Attentat noch verbessern. Geht das? Mord. Ja, das wollen wir haben. Aber wir müssen wahrscheinlich erst das hier da oben haben. Dann nehmen wir erst noch hier die Bewegungsreichweite auf der Karte. Können wir die jetzt direkt angreifen oder gibt es da jetzt irgendwie einen Malus, wenn wir das machen? Wir hungern nach einer Schlacht. Das weiß ich jetzt leider nicht, weil wir haben doch ein Handelsabkommen. Kriegskoordination umfasst mehr als Bündnisse und Aufforderungen zum Kriegsbeitritt. Es ermöglicht der über diese Option. Genau, hier steht was. Eine Kriegserklärung wäre ein Abkommen bestehen oder kurz nach Brechen dieser gilt als verräterisch und missfällt allen Fraktionen. Deswegen. Ein Abkommen nach Schließen dieses dessen zu beenden wird als verräterische Handlung. Oh. Wir müssten also noch 5 Runden warten, bis wir das Handelsabkommen aufkündigen. Ja, ich meine, viel stärker werden die eh nicht als 20. Wollen wir so viel Zeit warten? Oder wollen wir jetzt einfach direkt mal angreifen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie schlimm das wäre, wenn wir das jetzt schon machen. Ich meine, unsere Armee steht bereit. Wie kann ich euch der Spion hat die geschwächt. Ich muss zugeben, ich probiere das jetzt einmal und wenn es sehr negative Konsequenzen hat, dann machen wir das eben nie wieder. Mal schauen, wie sehr das dann an den Feinden oder anderen Nationen missfällt. Die Siedlung wird belagert. Das werden wir uns dann auch nochmal gleich näher anschauen. Ja, schaut mal, das ist eine deutlich klare Sache. Also anscheinend haben wir echt gute Einheiten im Vergleich zu diesen Barbaren. Deswegen mache ich das jetzt hier auch mal noch automatisch. Oh, knapper Sieg. Oh, knappe Niederlage. Oh, doch nicht so. Doch nicht so eindeutig. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen. Dann werden wir das hier nochmal belagern. Jetzt würde ich gerne mal kurz schauen. Zum Beispiel bei euch. Ihr seid doch genau nebendran. Mögt ihr uns jetzt weniger deswegen? Nö. Vielleicht dauert es eine Runde, bis das irgendwie angezeigt wird. Abkommen mit Syrakus. Militäraktion gegen die etruskische Liga. Vergangener Krieg mit der etruskischen Liga, wieso? Okay. Nö, aber schien es nicht so die Probleme zu verursachen. Wir werden hier nochmal kurz die Verstärkung schicken. Wir wollen hier mal auf Nummer sicher gehen. Jetzt ist es doch eindeutig. Jetzt ist es eindeutig. Eine ausgeglichene Stellung. Jetzt holen wir uns hier noch die letzte Siedlung, um endlich Italien in dieser Folge noch geeint zu haben. Ich denke, damit können wir dann auch die Folge beenden. Gut, diese schöne Siedlung wird noch besetzt. Die Legio, die erste Italica, hat noch was bekommen. Die Veneter sind vernichtet. Eine Tradition hier. Was haben wir hier alles Schönes? Schüsse pro Minute. Nee, Waffenschaden für...
Das ist vielleicht interessant. Moral für alle Einheiten beim Hinterhalt. Nee. Verteidiger. Bewegungsreichweite. Ah, wir machen mal das mit der Bewegungsreichweite. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich erwarte eure Befehle. So, hier müssen wir unbedingt wieder zurück. Sonst wird die öffentliche Ordnung ein Problem. Da kommen wir in der nächsten Runde auf jeden Fall zurück. Wie kann ich euch dienen? Hier müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwas verändern. Glasbläser, auch interessant. Aber machen wir doch hier mal die Viehweide, wieso nicht? Wir haben genügend Nahrung. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir haben es geschafft, ganz Italien zu vereinen. Vom Süden von Cosenza und Brundisium über Neapolis, Roma, Velatria, Riminum, Patavium, Midlan und Genua gehört nun ganz Italien. Rom und auch Korsika. Was uns so noch ein bisschen fehlt, irgendwann in Zukunft, ist natürlich Sardinien und Sizilien. Aber mal schauen, wann das kommt. Jetzt sind wir erstmal mit der Folge fertig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und ich würde mich natürlich über jeden Like freuen, wenn euch die Folge und das ganze Let's Play gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Rome 2 Total War mit mir, Gaius Julius Caesar.